Hi, schön, dass ihr reinschaut bei TweakPC. Wir werfen heute einen Blick auf den brandneuen Darkrock Slim. Das ist der neueste Kühlerspross aus dem Hause Be Quiet und der erweitert die Darkrock-Serie, sprich die High-End-Serie, um ein weiteres Modell. Den Kühler gibt es ab sofort bei uns in Deutschland zu kaufen für eine UVP von ca. 57 Euro. Wir denken, der Preis wird mit der Zeit noch fallen, sodass er sich dann auch unter dem Darkrock 4 einpendelt. Warum das so ist, warum das gut ist und was es mit dem Kühler so auf sich hat, das schauen wir uns jetzt bei uns im Test genauer an. Wer die Artikel und auch die Videos von uns verfolgt hat, der wird beim Darkrock 4 als auch beim Darkrock 4 Pro festgestellt haben, Leute mit hohen Arbeitsspeichern, die haben wirklich es schwer mit diesen Kühlern, denn ihr müsst den Lüfter versetzen, nach oben versetzen, auf die andere Seite oder den Lüfter ganz weglassen. Und diesem Problem hat sich Be Quiet jetzt mit dem Darkrock Slim angenommen. Der Kühler ist so schlank designt, dass ihr, egal bei welchem Mainboard, ihr sämtliche Arbeitsspeicherslots problemlos nutzen könnt. Und das wird vor allen Dingen Leuten zugutekommen, die auf hohen Arbeitsspeicher mit RGB-Beleuchtung oder auch sonst ausladenden Kühlern setzen. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Lieferumfang. Da ist neben dem eigentlichen Kühler mit dem Silent Rings 3 Lüfter eine kleine Tube Wärmeleitpaste dabei, sowie ein zweites Paar Lüfterklammern, sprich optional könnt ihr dann einen zweiten Lüfter dran packen. Und ansonsten ist sämtliches Material für die Montage auf allen Mainstream-Sockeln dabei, AM4, AM3, LGA-L5X, 2011-3 sowie 2066. Da passt der Kühler dann problemlos drauf. Wer von euch ein Threadripper-System hat, der muss auf den Kühler leider verzichten. Eine Halterung liegt dafür nicht bei. Es ist ein waschechter Darkrock-Kühler, das sieht man zum einen am Design, nämlich das ganze Teil ist komplett schwarz lackiert bzw. beschichtet. Hier kommt auch wieder die Beschichtung mit Keramikpartikeln zum Einsatz. Das sorgt nicht nur für eine schickere Optik, wie auch schon beim Darkrock 4 und beim Darkrock 4 Pro, sondern auch noch für eine etwas bessere Kühlleistung. Ansonsten ist der Kühler im Vergleich zum Darkrock 4 wirklich sehr, sehr schlank geworden. Ich persönlich bin ein großer Fan von diesen Slimline-Kühlern. Ich finde, die sehen sehr schick aus und machen auch in einem entsprechenden Gehäuse trotzdem dessen, dass hier keine RGB-Beleuchtung dabei ist, wirklich einiges her. Mit einem Kampfgewicht von 620 Gramm gehört der Kühler dann ja zur Mittelklasse, was das Gewicht anbelangt. In der Höhe misst er immer noch 15,9 cm, so sollte er also in die meisten Gehäuse ohne Probleme reinpassen. Was sich jetzt natürlich dank des schlanken Designs geändert hat, man setzt jetzt nur noch auf 4 6mm Heatpipes und eine massive Bodenplatte. Auch hier komplett schwarz beschichtet das Ganze, sieht also entsprechend wirklich schick und dezent aus, wie man das von den Be Quiet Kühlern gewohnt ist. Auch auf der Oberseite, man kennt es bereits vom Darkrock 4 und vom Darkrock 4 Pro, schwarz eloxiertes Aluminium, dazu gebürstet, das sieht wirklich mega klasse aus. Und in der Mitte der silberne Be Quiet Schriftzug und dann auch die Heatpipe-Enden sind mit jeweils schwarzen Käppchen abgeschlossen, somit rundum gelungenes und dezentes Design, wie man es wie angesprochen auch von den größeren Kühlern kennt. Für genügend Frischluft sorgt dann ein Silent Rings 320mm Lüfter mit einem PWM-Stecker, das Kabel ist zudem schwarz gesleeved und passt so perfekt zum restlichen Design. Der Lüfter ansonsten wird am Kühlkörper mit zwei Lüfterklammern fixiert. Im Lieferumfang enthalten sind noch zwei weitere Lüfterklammern, sprich optional könnt ihr euch einen zweiten Lüfter kaufen und den dann auch noch hier dran packen. Gelagert ist der Lüfter dann entkoppelt auf zwei gummierten oder auf zwei Gummistreifen am vorderen Teil des Kühlkörpers, somit werden da keine Vibrationen übertragen. Schade an der Sache ist, die Gummistreifen findet ihr nur auf einer Seite vor, sprich der optional zweite Lüfter ist entweder von Haus aus entkoppelt oder er ist eben so auf dem Kühler montiert. Was soll man groß zur Verarbeitung sagen? Von Be Quiet Seite aus wieder wirklich fantastisch, der ganze Kühler rundum gelungenes Design, hochwertig verarbeitet und es fühlt sich wirklich einfach klasse an, auch wenn man den Kühler nur in der Hand hat. Doch der Kühler gehört natürlich nicht in die Hand, sondern ins PC-System und da kommt er jetzt hin, denn wir schauen uns jetzt die Montage genauer an. Wir montieren den Kühler auf einem AMD-System, da schraubt ihr erstmal das Retention-Modul ab, die Backplate könnt ihr hinten dran lassen, denn die benötigt ihr für die beiden Montagebügel. Dann schraubt ihr das alles, setzt den Kühler mit aufgetragener Wärmeleitpaste dann schon auf die CPU drauf. Beachten müsst ihr, Lüfter muss demontiert sein, sonst kommt ihr nicht an den Montagesteg unten dran und dann wird das Ganze mit Gefühl festgezogen, Lüfter dran eingesteckt und schon kann es losgehen. Bei Intel funktioniert das Ganze eigentlich fast identisch, ihr nutzt natürlich andere Bügel und eine Multi-Backplate und auch hier müsst ihr circa, ja, für beide, egal ob AMD oder Intel, 5 bis 15 Minuten, je nachdem wie schnell ihr seid oder ob ihr das schon mal gemacht habt, sollt ihr da einplanen und wenn ihr nicht weiter wisst, dann hilft euch die gut bebilderte Anleitung. Bei AMD-Systemen noch anzumerken, der Kühler wird so montiert, dass er mit dem Airflow arbeitet. Das heißt für euch als Gehäusebesitzer, ihr habt keinerlei Probleme mit der Kühlleistung, dann dass er nach oben und unten bläst. Hier bläst der Lüfter nach hinten oder eben nach vorne, wahlweise wie ihr euren Airflow im Gehäuse gestaltet habt. Kommen wir zu einer Paradedisziplin, wo der Darkrock Slim wirklich zu überzeugen war und seine anderen Darkrock-Kollegen hinter sich lässt. Das ist ganz klar bei der Arbeitsspeicherkompatibilität. Ihr findet die Be Quiet Kühler schickt,
habt euch aber immer noch keinen zugelegt, weil ihr dachtet, ja, mein RGB-RAM, der kommt da nicht schön zur Geltung, dann muss ich den Lüfter versetzen. Das gehört mit dem Darkrock Slim der Vergangenheit an, denn der lässt so viel Platz für Arbeitsspeicher, wie ihr benötigt. Sprich, ihr könnt theoretisch auch so hohen nehmen, bis er dann am Seitenteil vom Gehäuse anschlagt. Dem Kühler ist das relativ egal. Und hier zeigt er deutlich einen Vorteil gegenüber den größeren Brüdern. Doch wie kühlt denn jetzt der Darkrock Slim eigentlich? Er hat ja etwas an Kühlfläche verloren im Vergleich zum Beispiel zum Darkrock 4. Daher landet er bei unseren Messungen dann auch ein bisschen hinter dem handelsüblichen oder normalen Darkrock 4. Ist aber auch gar nicht dramatisch. Mit der Leistung könnt ihr so gut wie jede Mainstream-Desktop-CPU problemlos kühlen. Allerdings für Leute, die gerne übertakten und die auch gerne viel übertakten, da solltet ihr dann doch zu einem größeren Modell greifen. Aber da gibt es ja dann den Darkrock 4 bzw. den Darkrock 4 Pro dazu. Bei der Lautstärke weiß der Darkrock Slim dann ebenfalls hervorragend zu gefallen. Er ist zu keiner Zeit aus dem PC-System wahrzunehmen und ist auch noch mal einen Ticken leiser als der Darkrock 4, der ebenfalls schon sehr leise war. Was darf natürlich hier nicht fehlen? Wir zeigen euch einfach mal noch ein paar Bilder mit der Wärmebildkamera, wie das ganze Teil dann unter Last aussieht. Und da könnt ihr euch einfach mal ein Bild machen, wie die Wärmeverteilung beim Darkrock Slim von BeQuiet so aussieht. Wir haben uns für euch auch die Lüfterdrehzahlen angesehen. Wir messen minimal 512 Umdrehungen pro Minute. Zudem läuft der Lüfter auch mit einer Lüfterspannung von 5 Volt problemlos an. Und maximal haben wir eine Drehzahl von 1440 Umdrehungen pro Minute gemessen. Der Darkrock Slim bildet ein interessantes Upgrade des Produktportfolios aus der Darkrock Serie von BeQuiet. Der Kühler ist vor allen Dingen für Leute interessant, die es besonders leise mögen, denn er ist noch einen ganzen Ticken leiser als der Darkrock 4 es war und bietet endlich als erster Darkrock Kühler Kompatibilität mit sehr hohen Arbeitsspeichern, sprich RGB-Arbeitsspeicher oder auch Arbeitsspeicher mit schicken Kühlern ist hier kein Problem mehr. Ihr müsst weder einen Lüfter versetzen noch ganz demontieren. Mit dem Darkrock Slim könnt ihr den dann nutzen, wenn ihr einen BeQuiet Kühler im PC haben möchtet. Kühlleistungstechnisch das Ganze natürlich. Die Kühlfläche ist geschrumpft, der Lüfter wurde ein bisschen kleiner im Vergleich zum Darkrock 4, daher ist auch die Leistung etwas geringer. Reicht grundsolide aus für sämtliche Desktop-CPUs. Wenn ihr jetzt nicht übertakten möchtet, wenn ihr viel und gerne übertaktet, dann solltet ihr euch eher nach einem größeren Modell Ausschau halten. Allerdings ist das auch gar nicht der Anspruch vom Darkrock Slim. Für erste Versuche sollte es aber je nach CPU dennoch ausreichen. Der Kühler lässt sich zudem auch einfach montieren auf AMD oder Intel Sockeln. Das ist dasselbe Montagesystem, wie es auch schon beim Darkrock 4 bzw. der Pro-Variante zum Einsatz kommt. Und ein zweites Paar Lüfterklammern befindet sich im Lieferumfang. Somit könnt ihr optional, wenn ihr das machen möchtet, wegen der Optik oder auch vielleicht für ein bisschen mehr Leistung, den zweiten Lüfter an den Kühlkörper dranpacken. Kleiner Kritikpunkt, die Lüfterklammern sind wieder etwas fummelig zum Demontieren. Da hätte ich mir einfach so eine Nase dran gewünscht und noch so einen, nennen wir es mal, neutraler Punkt. Preistechnisch setzt BeQuiet 57 Euro mit dem Marktstart heute an. Den Darkrock 4, den normalen, gibt es schon etwas günstiger. Unserer Meinung nach muss der Kühler unter den Preis des Darkrock 4 sinken, dass er dann preislich auch attraktiv wird. Das wird die Zeit der Zeit zeigen. Aber wir gehen mal davon aus, dass das dann auch passieren wird. Wie sieht es bei euch aus? Wie findet ihr den Kühler? Ist der Darkrock Slim was für euch? Findet ihr Slimline-Kühler generell gut? Habt ihr eher die fetten Tower-Kühler bei euch drin? Diskutiert da mit uns gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten bedanke ich mich herzlich, dass ihr wieder bei unserem Test reingeschaut habt. Auch bei Fragen, Anregungen oder sonstigen Sachen nutzt die Kommentarfunktion. Ich bin der Jan, bis zum nächsten Mal und ciao.